Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Der Phaser möchte mein Freund werden und da ich ja gesagt habe, ich nehme jede Freundschaftsanfrage an, bis voll ist, habe ich ja jetzt die Regel geändert, weil, ja, dann kann auch nichts mehr passieren, wenn voll ist. Habe ich das auch gleich mal hier gemacht. Hat er Glück gehabt. So, gucken wir mal. Hier unten, Echsenritter, nehmen wir mit. Mal schauen, wie viele sind es denn eigentlich schon in der KQ? Immer noch 10. Na sowas. Es geht aber auch gar nicht voran. Erschreckt mich nicht. Wer auch immer. Kiran. Und noch einer. Blum, blum. So, das heißt, ich muss noch wieder umkehren. Es hat doch eindeutig... Achso, es hat... Nicht das Blum, blum. Ich dachte, es wäre eine Klaue getroppt. Dabei ist ja gar nichts getroppt. Voll fies. Oder hat er das im Aufsammeln vom Vorbeigehen mitgesammelt? Hiala hat sich den Titel still verdient. Hela, hela, bist recht still. Ich glaube, den Titel werde ich nie bekommen. Zumindest nicht im vor dem Mikro. Weil ich bin, nennen wir es freundlich, dann doch ein bisschen zu kommunikativ. Nur gegenüber Fremden, da bin ich schüchtern. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist das Gute beim Let's Playen. Ich bin tatsächlich, wie gesagt, ich war wirklich schüchtern, glaubt mir keine Sau. Keine Sau, also es glaubt mir überhaupt keiner. Nicht nur die Schweinchen und Säue, sondern ja, ich war von Haus aus immer sehr, sehr schüchtern, nur wenn ich die Leute länger kenne. Danach glauben die mir das nicht mehr. Weil ich doch dann sehr eine redselige Seele bin. Und Nasami hat sich den Titel Beschwörer verdient. Und ja, diese Nasami redet sich ja auch sehr viel. Und wird mir da sicher bestätigen können, dass ich erstmal Rollen auflegen muss. Fällt mir jetzt gerade auf, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander, weil ich auf jeden Fall so viel Schaden bekomme. Ja, wie gesagt, also ich war sehr, sehr schüchtern. Und auch durch die Let's Plays, da wird man ganz automatisch, weil nicht weil man jetzt unbedingt irgendwie was Besseres wird, ist ja nicht der Fall, sondern weil man sowieso schon, sagen wir mal, quatschen und reden kann, wie man will und wie man frei von der Seele redet. Und ich meine, im Hintergrund weiß man ja sowieso, ja, es sind immer noch Leute, die dazuhören und ein paar mag es stören, aber ich meine, man muss ja nicht jedem recht machen. Das geht nämlich auch gar nicht. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gibt es zwei verschiedene Meinungen, ist ganz klar. Und hier ist das eben genauso. Aber was wollte ich sagen? Ja, das Lied kenne ich nicht. Das Lied kenne ich schon, aber das kann ich nicht nachsingen. Sonst hätte ich jetzt mal gesagt, extra für Phaser, weil er ja gesagt hat, dass er meine Gesangseinlagen mag, hätte ich jetzt einfach mal ganz spontan irgendwie losgetrellert. kennt ihr eigentlich noch? Fällt mir gerade ein. Ist schon uralt hier von, wie hieß die, Lucy Electric oder sowas. Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin. Ich habe da jetzt meine Version. Kriege ich die wieder zusammen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Erst haue ich euch ein paar Pfeile in die Fresse. Dann gibt's was, gibt es eine Vergiftung rein. Und wenn ihr mich dann anfleht, bitte Gnade. Da denke ich gar nicht nach, da sage ich nein, mir geht's so gut, weil ich ein Bolzen bin. Weil ich ein Bolzen bin. Schaut euch den Vogel an, da haut man gerne hin. Voll in die Fresserin, voll in die Fresserin. Werde ich lieber nicht, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich der Bolzen bin. Ja, der hat mich jetzt ein bisschen geärgert. Tut mir leid, da muss ich mal ein bisschen aggressiver werden. So, guck mal an, da haben wir noch zwei Spaten. Keine Ahnung. Wahrscheinlich von aggressiver. Also wer den vielleicht noch kennt, wer ein bisschen älter ist, der hat auch mal hier gespielt. Ein Ei aggressiv hat er sich genannt. Ich weiß jetzt gar nicht mal wie. Wolle, genau. Wolle war sein Spitzname. Und naja, der hatte auch manchmal einen komischen Ton drauf. Und der hat die Leute gern Spaten genannt. Oder Spatenboy und Spatengirl. Aber war ein ganz lustiger Typ. Ich habe ihn gemocht. Auch wenn er quasi eigentlich von der Gegnergilde war. Eigentlich, ich glaube, der war bei Divinity. War der bei Divinity oder bei Legendary? Ich weiß gar nicht mehr. Bei Silverdawn. Divinity oder Silverdawn? Ich weiß nicht mehr. Also, eins von beiden. Aber trotzdem, der war ganz okay. Ich meine, klar, er hat auch seine Macken gehabt und hat auch manchmal genervt. Aber ich habe ne gemocht. Ich meine, wer nervt heutzutage nicht? Plupp. Klack.
Und dann hätten wir hier noch zwei Echsenritter. Kommt mal bitte mit. Ich muss mal mit euch reden. Ein Erdbeben und so. So, 30 von 40. Es geht in die vornächste Runde, wollte ich jetzt sagen. Nein, es geht auf jeden Fall aufs Ende zu. Wir sind im letzten Viertel dieser Quest angelangt. Juhu! 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 Hui! Ich sollte mal nicht mehr ganz so viel huien. Ich glaube, da übersteuere ich manchmal sogar, weil ich so hoch bin. Nee, jetzt ging's. Alles gut. Alles bestens. Na gut. La 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 la. Plupp. Und plapp. Oh, da ist noch eine Echse. Auf Ex, mein Freund. Auf Ex. Die klaue ich mir, die Klaue. So, okay. Noch 9. 9 gehen noch. 9 gehen noch rein. Das muss wirklich heute mal sein. Ich hoffe, die schaffe ich extra in dieser Folge noch. Ich glaube, das wird schon werden. Ja klar, aber doch. Lalli, lalli, lalala. Eine extra der Klaue. Du droppst jetzt gefälligst auch noch eine, sonst gibt's von mir Haue. Na gut, die gibt's auch so schon. Und jetzt höre ich wirklich auf zu singen. Manchmal überkommt es mich einfach. Kennt ihr das? Ihr habt nichts anderes zu tun und fängt einfach an zu singen. Irgendwelchen Mist. So, 4 noch in Fino, schreibt er nicht, mit so einem Serverschrei. Also gut, er hat es geschrieben. Er hat den Schrei geschrieben. Dass es sowas möglich gibt. Ja, die Technik, die entwickelt sich immer weiter. Ich habe gehört, man soll mittlerweile sogar Schreie schreien können. Ja, raues Marktring brauche ich nicht, kannst du behalten. Aber 33 von 40 Echsenklauen haben wir. No, siehst du. Es klappt doch. Bam, bam, bam. Okay. Dankeschön. Waschbär, mal kurz, komm, bisschen abkürzen und so. Plupp. Lalala. Und jetzt hinten rum. Mal gucken, den kann ich vielleicht zwischen rausklauen. Naja, gut, brauche ich nicht zwischen rausklauen. Der eine Typ hat mich sowieso angeschossen. Oh, verdammt, jetzt habe ich alle beide erwischt. Wollte ich eigentlich nicht, Leute. Es tut mir ja leid. Aber manchmal muss es auch sein. So, komm. Dann gehen wir hier ein bisschen hin und nehmen wir ihn so mit. Lalalalala. Plupp, weg sind sie. Strahlender Staub. Ich glaube, den Geisterstaub, den kann ich noch nicht zerlegen. Jetzt kann ich aber 2 von 3 Stäuben zerlegen. Weil ich mir ja letztens das Ding gekauft habe. Oder irgendwie Geisterstaub kann ich jetzt auch. Ich glaube, Seelenstaub. Muss ich mal nachgucken nochmal. Da muss ich nochmal nachgucken. Das kriegen wir auch hin. Aber hier hinten ist nichts mehr. Da gehen wir wieder hoch. Die stehen nämlich hier auf der Seite vor dem Typen. So, hopp. Ich glaube... Oh, Glück gehabt. Gott sei gedengelt. Uah, ich will den nicht unbedingt mit haben. Weil, wie gesagt, der macht ein bisschen Aua. Klar, ich schaff den. Aber muss ja nicht sein. Wir müssen uns ja nicht unnötig über irgendwas anstrengen oder mit irgendwas, wenn es nicht nötig ist. So, plum plum, Echsenritter, 33. Es könnte jetzt wirklich mal wieder was... wie gesagt, sobald man darauf hinweist, klappt das also offensichtlich doch. Manchmal. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Den Typen da hinten, ich versuche den mal einfach abzuhängen. Mal schauen, ob das klappt. Ohne, dass ich den irgendwie großartig anschieße. Schon zu spät. Lalalala. Blöde Joker. Wenn ich Joker will, sage ich Bescheid. So, geh weg. Okay. Glänzender Geisterstaub. Ach komm. Wenn du ihn schon da lässt, würde ich ihn ja gern mitnehmen. Aber ich habe schon wieder ein volles Inventar. Also einfach den Knochen hier mal raus. Hopp. Und weiter. Chip, 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 chip. Dann gucken wir mal. Echsenritter. Hier steht wieder alles voll. Ja toll, jetzt rennt er hier dahinter. Komm mit. Muss ich den doch manuell mitnehmen. Und was macht der hier hinten in der Ecke? Hast du nichts zu tun oder was? Einmal droppen bitte. Droppen. Ich brauche doch so viele. Gib mir.
gib mir Liebe und Klauen. Oder klau mir. Ich klau dir deine Klauen. Klauen. Du Klauen, du. Ping, pang, pong. Festes Leder, komm. Weißt du was? Wenn ich schon mal da hab. Und hier irgendwo war auch noch was. 37 von 40. Juhu. Nur noch 2. 3. Okay. Jetzt gleich 2. Komm, das 2. 9. Mist. Mist wäre da mich. Mist, 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 Mist. Das ist Schande. Weil AA darf man im Fernsehen nicht sagen. Ich bin ja nicht im Fernsehen. Ich bin auf YouTube. Und auf YouTube soll man auch nicht AA sagen. Ich meine, es kann einem mal rausrutschen. Aber das ist dann AA, wenn es einem rausrutscht. Man will doch ein seriöser Blödsinnmacher sein. Ja, ich zumindest. Ja, ich unseriös. Das wär's ja. Okay, glänzender Geisterstaub, den nehmen wir auch mit. Echsenklaue. Dankeschön. Und hier. Na komm. Wie sieht's denn eigentlich mit Fino aus? Ich weiß gar nicht, wann geht denn da los? 40 noch. 11 sind wir und geht 33 los, also in 11 Minuten. Also irgendwann, auf jeden Fall in der nächsten Folge. Diese, wenn nicht die für noch gerade so voll wird, vermutlich nicht mehr. Aber das macht ja nichts. Hier oben haben wir noch 2 Echsen. Kommt mal mit. Und dann wird es auch wirklich Zeit, dass wir mal was anderes machen. Ich habe ja schon wieder einige Folgen hier an den scheiß Echsen verext. Aber andererseits, es muss ja sein. Ich meine, wir wollen ja irgendwie vorwärts kommen. Und XP werden wir immer benötigen. Und überhaupt, und jetzt habe ich sie. Okay. Ihr könnt eigentlich verschwinden, ich brauche euch nicht mehr. Geht weg. Habe ich hier eigentlich eine Echsen-Lizenz drauf? Wäre eigentlich, wäre hilfreich normalerweise. So, Scharfrichter, Crossbow, Kernwächter, Navarbau, blauer Kreuztrumpf. Warum habe ich hier eine Kern... Ach so, ja, weil ich die eine Weile nachher noch eingesetzt hatte. So, hopp, hopp. Hopp, geh mal hier hin. Hopp. Okay. Super. Was machen wir jetzt? Zurückgehen. Mit einer Rolle. Hopp. Jawohl, wunderbar. Da sind wir. Ich gehe nicht von aus, dass die Kaku jetzt voll wird. Da kann ich noch in aller Ruhe unten abgeben. Und ein bisschen was verkaufen. Hoffe ich mal. Schauen wir mal einmal hier entlang. Kaufen. Zap und zack. Strahlender Staub kann erstmal noch weg. Zurückschlagen. Chance auf Zurückschlagen des Gegners. 10%ige Chance, das ist gar nicht mal wenig. Okay. Das ist weg. Elru, naja gut, klar, habe ich noch einstecken. Brauche ich momentan nicht. Die Karte kann auch eigentlich direkt weg. Brauchen wir jetzt nicht reingucken. Ich meine, höchstens ein Joker hätte vielleicht drin sein können. Zusatzschaden der Joker. Nein. Hochwertiges Legendar. Ja. Du bleibst bitte auch da. Bestienszene. Nee, kommt die Dumme erstmal weg. Noch brauche ich die nicht. Noch habe ich eigentlich genug. Oder obwohl. Ne, ah, nee, die kann ich glaube ich eh noch nicht zerlegen. Insofern, Wurst. Bleiben sie weg. Was soll's. Lalalala. Einmal hier vor, nochmal kurz gucken. 12 sind wir schon, na immerhin. Zap. Und für 70% bin ich dabei. Na gut. Berliner ist übrigens noch dazugekommen, genau. Ne, Deliana auch noch. Deliana war's. Okay. Ich brauche aber Freundespunkte. Niemand braucht Freundespunkte. Man kann sie sich verdienen, mehr ist es nicht. Man muss es doch nicht übertreiben. Unbedingt notwendig ist es nicht. Vor allem der Name Sack. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ach so, er hat wahrscheinlich beim Dings versucht. Okay, hehe. beim GM. Das erklärt auch, warum hier so viele rumstehen. Ein Sack von Divinity, also. Mhm. Na, so ein Sack. Habe ich die schon abgegeben? Ja, tatsächlich. So, wir waren vorhin bei 72% bei der ersten Runde.
bei der zweiten Runde. Das heißt, ich muss mal kurz hier runter. Charakter 88%. Theoretisch müssten wir es dann also, wenn wir noch eine Runde machen, schaffen. Praktisch werden wir sehen. Praktisch werden wir auch sehen, ob wir hier weitermachen, nämlich in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.